Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es ist wieder Donnerstag, bedeutet es gibt deutschen Kader-News in der deutschen Eishockey-Liga. Und es ist sehr viel passiert, bei einigen Teams auch sehr, sehr viel. Wir verlieren nicht viel Zeit und gehen rein. Die Eisbären Berlin, die haben hier drei Verlängerungen. Leon Bergmann, Tobi Eder, Zach Bojczak, die bleiben Wahnsinnsdinge auch. Bergmann und Eder, die bleiben 2 Jahre sogar. Ja, Bojczak 51 Spiele gemacht, 21 Vorlagen und 23 Tore. Tobi Eder 52 Spiele, 22 Tore, 9 Vorlagen. Und Leon Bergmann, der hat nur 15 Spiele in der Hauptrunde gemacht, 3 Tore konnte er erzielen und 3 Vorlagen konnte er machen. Auch hier, ja, hat einfach jetzt in der Hauptrunde nicht viel gespielt. Er hat 14 Spiele in den Playoffs, also fast so viel wie in der gesamten Saison. Wenn auf jeden Fall fit ist, ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Aber das Verletzungspech, das plagt ihn so ein Stück weit. Ja, Straubing Tigers, da ist sau viel passiert. Linus Brande bleibt, Tobias Schwarz kommt vom EVL, Simon Seide kommt von EVL, Call oder von Stand und Michael Clark. Die bleiben. Ja, von Stand hat 10 Tore, 12 Vorlagen. Tobias Schwarz hat 23 Spiele gemacht. 1 Tor, 1 Vorlage. Und Simon Seide 2 Tore, 3 Vorlagen. Ja, es sind halt 3 sehr starke Youngsters, die sich wahrscheinlich entwickeln werden. Deswegen auch sehr interessant, wie es da bei Straubing abgeht. Die holen sich hier schon echt krasse Talente, muss man sagen. Ja, dann gehen wir zu München. Jetzt kommen erstmal News, wo halt wenig ist. Mac Willem, der verlässt München. Ist so ein kleiner Umbruch in München, muss man ehrlich sagen. Also, da ist was am Werken. Der Sturm ist jetzt relativ komplett. Oder der bisherige Sturm. Da kommt auf jeden Fall noch was dazu. Dann, hier gibt es eine Mannschaft, die Wahnsinnstransfer gemacht hat. Frankfurt. Jussi Okinoa. Ich habe ihn sicherlich nicht richtig ausgesprochen. Cody Brenner kommt aus Schwenningen. Rodon Schumacher und Hanu Tipce. Die kommen von den Eisbären Berlin. Auch Tipce oder Hanu, ich nenne ihn Hanu. 40 Spiele gemacht, 21 Tore, 20 Vorlagen, aber auch Schumacher. Sie haben halt jetzt ihr Torhüter-Trio. Cody Brenner ist der Backup und dann hat man dann den Schumacher als Torwart noch als drittes, ne? Also sau stark von Frankfurt. Sehr interessant auf jeden Fall. Auch für mich eine der besten Transfers jetzt diese Woche, dieser UC. Ja, schnell UC. So, Bremerhaven, Iserlohn zugleich, kann man schon versagen. Maxim Rausch kommt aus Iserlohn, hat viel Erfahrung gesammelt in Dresden, in Grimmelschau, aber auch in der DEL bei den Iserlohn Woosters. Ist ja dann letzte Saison hingewechselt, aber verlässt sie jetzt schon wieder. Deswegen, sehr interessant, mal schauen, ob er sich jetzt vielleicht durchsetzen kann in Bremerhaven. Und jetzt bei den Iserlohn Woosters, da geht Maxim Rausch, verliert man ein Stück weit Talent, aber er konnte sich einfach nicht durchsetzen in Iserlohn. Und ich denke, der passt jetzt einfach nicht dort rein in das System, was gespielt werden wird. Deswegen. Düsseldorf, Drake Ramsey kommt von Red Bull Salzburg, 22 Spiele gemacht, 8 Tore, 3 Vorlagen, auch hier sehr interessanter Transfer, muss man einfach schauen, wie es ist, ist jetzt nicht wahnsinnig viele Spiele, muss man ehrlich dazu sagen, aber wenn er gespielt hat, war es gut, das kann man nur sagen. Und dann Ingolstadt, da ist relativ viel passiert. Alex Brayton, 60 Spiele, 25 Tore, 33 Vorlagen und Kevin Maschineur geht. Ja, also Alex Brayton ist sehr starker Transfer, also von den Scoren her, aber ich denke auch so vom Allgemeinen her, sehr, sehr starker Transfer. Ja, also in Ingolstadt, auch da muss ich sagen, man hat da so gute Spieler geholt, wird extrem interessant. Und jetzt Augsburg. Strauß kommt von den Rockets und Riley McCord, 67 Spiele gemacht, 8 Tore, 44 Vorlagen. Also wirklich, Augsburg tut ihre Arbeit
Gegensatz zum letzten Jahr überragend machen. Also wirklich, Moten Torhüter, wo man weiß, letztes Jahr hatte man das Problem mit Entras und Keller. Und in der Verteidigung hat man jetzt auch den Roy damals schon geholt. Und jetzt McCord, der Verteidiger. Also für mich Transfer der Woche Augsburg, bin ich ehrlich. Also die beiden, Strauß, wirklich Augsburg richtig am machen. Schreibt gerne rein, wer für euch der Transfer der Woche ist. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, schaltet gerne ein zur nächsten oder zum nächsten Video, zur nächsten Folge. Checkt gerne die Saisonrückblick-Dinge an von den Schwenningen, ja, White Wings und von den anderen Teams natürlich. Und dann hören wir uns bald beim nächsten Video. Ciao.